Am 15. November lud der Kreisfußballverband Schwerin-Nordwest-Mecklenburg zur Verleihung des KfV-Ehrenamtspreises 2024 in den Sportpark Lankow ein. Mitgliedsvereine des KfV konnten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vorschlagen, um ihre außerordentlichen Leistungen in den Vereinen zu würdigen. Denn der Kreisfußball lebt vom Ehrenamt. Alle Ehrenamtliche, sag ich mal, sind das Rückgrat der Gesellschaft und wir möchten einfach auch mal was wiedergeben. Ich meine, die Ehrenamtlichen, die jedes Wochenende auf dem Fußballplatz stehen, kommen oft zu kurz, sind nun mal unsere Helden der Gesellschaft und wir möchten heute nutzen, ausgewählte Sportler einfach auszuzeichnen. Auch Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier war vor Ort, um den Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu danken. Fußball, das sind ja nicht nur ein paar Multimillionäre, die wir dann jede Woche im Fernsehen sehen, sondern das sind ja Zehntausende, Hunderttausende Ehrenamtliche, die quasi Kinder- und Jugendsport machen, Freizeitbetätigung garantieren und dass hier die besonders engagierte Personen oder 11 besonders engagierte Personen geehrt werden, da ist es mir wichtig, dann auch hier zu sein und ein Zeichen zu setzen fürs Ehrenamt. Die Zahl der Ehrenamtlichen im Bereich Fußball wird auf etwa 500 geschätzt, wobei ein großer Teil dieser Personen in den lokalen Vereinen aktiv ist. Diese engagieren sich in den verschiedenen Aufgaben des Verbands und bei den Vereinen. Sei es in der Organisation von Spielbetrieb, Ausbildung von Nachwuchskräften oder der Unterstützung bei Veranstaltungen.